Happy Halloween, meine lieben Freunde, und willkommen zum diesjährigen Horror-Special. Ich hoffe, ihr habt Lust, denn heute beschäftigen wir uns mit einem der größten Inspirationsquellen und einem der größten Horrorbuchautoren der Geschichte. Ein Autor, der zahlreiche Filme und Videospiele stark mitgeprägt hat. Aber zuerst, lasst das Intro rollen. Der Markt ist überspült mit Horrorfilmen und die meisten sind nicht gruselig. Aber einige der besten Filme haben eine große Gemeinsamkeit. Um diese herauszufinden, schalten wir zu unserem Quizmaster. Also meine lieben Zuschauer, es geht um die 1-Million-Euro-Frage. Was haben die Produktionen Alien, Die Auslöschung, The Ritual, Das Ding aus einer anderen Welt und Cabin in the Wood gemeinsam? Ist es A, sie alle sind voller Ödipus-Komplexe? Ist es B, sie alle sind vom selben Studio? Ist es C, sie alle sind von Netflix? Oder ist es D, sie alle sind von Edgar Allan Poe? Nein, diese Antwort ist falsch. Die Wahrheit ist, dass sie alle von H.P. Lovecraft inspiriert sind. Das hätte man sich bei dem Videotitel aber auch denken können, ihr Vollidioten. Und ich gebe zurück an Kubera. Machen wir weiter im Text. Und hier kommt erstmal ein kleiner Disclaimer zu der Person H.P. Lovecraft. Die Person Lovecraft selbst ist aber ziemlich fragwürdig. So war er doch auch schon für seine Zeit für seinen enormen Fremdenhass, Rassismus und Antisemitismus bekannt. Diesen wollen wir hier auch weder verherrlichen, noch sprechen wir uns dafür aus. Hier geht es wirklich nur um die Werke und den Einfluss von H.P. Lovecraft auf die moderne Popkultur. Howard Philip Lovecraft war ein 1890 in Rhode Island geborener Schriftsteller und Autor aus den USA. Seine Werke waren seiner Zeit jedoch weit voraus und so blieb zu seinen Lebzeiten der Erfolg bedauerlicherweise aus. Lovecraft selbst stammt auch aus zerrütteten Verhältnissen, denn sein Vater hatte in seiner frühen Kindheit bereits einen Nervenzusammenbruch und wurde in die psychiatrische Abteilung des Butler Hospitals eingewiesen und verstarb auch kurze Zeit später. So wuchs er alleine bei seiner Mutter auf. Seine Mutter verwöhnte ihn zwar, aber kleidete ihn wie ein Mädchen und bezeichnete ihn als eine optische Abscheulichkeit, weshalb er dann sich vor anderen Menschen verbergen sollte. Weshalb er nur selten rausging und meist die Nächte wach blieb. Sie selbst litt ebenfalls an Depressionen und wurde, als Lovecraft 21 Jahre alt war, in dasselbe Krankenhaus eingewiesen, in dieselbe Abteilung und starb auch ebenfalls einige Zeit später. Doch dies waren nicht die einzigen Verluste, die Lovecraft hinnehmen musste. So führte er einige Brieffreundschaften mit anderen großen Literaturikonen wie Robert E. Howard, welcher sich allerdings später das Leben nahm, was Lovecraft schwer getroffen hatte. Der ausbleibende Erfolg sowie seine schlechte psychische und physische Verfassung ließen ihn in Zeit seines Lebens verarmen, bis er 1937 an Darmkrebs verstarb. Seine Geschichten handelten oft von bizarren außerirdischen Wesen, dessen Existenz und Wesen dem menschlichen Verstand unbegreiflich sind. Je mehr ein Mensch erfuhr, desto wahnsinniger wurden sie. Seine Werke jedoch sollten überdauern und feierten großen Erfolg in den Jahrzehnten nach seinem Ableben. Was Lovecraft jedoch verstanden hatte, war die Angst vor dem Unbekannten. Als einer der ersten sah er den wahren Horror nicht in Wäldern oder religiösen Sekten. Nein, für ihn kam der größte Horror aus dem All, von unendlichen mächtigen Wesen, die in der ewigen Finsternis des Universums lauerten. Zwei der bekanntesten Filmwerke, die sich an Lovecrafts Ideen und Geschichten bedient haben, ist wohl Die Farbe oder die Alien-Filmreihe. Aber auch zahlreiche Videospiele haben sich stark von Lovecraft inspirieren lassen. Manche taten es subtil wie Bloodborne und andere haben sich direkt an die Bücher drangehangen wie Call of Cthulhu. Heutzutage finden sich aber in nahezu allen großen Produktionen Anspielungen
Anspielungen auf Lovecraft, sei es in Werken wie Stranger Things oder aber auch in Serien wie Rick and Morty, in dem wir Cthulhu im Intro sehen. Selbst South Park hat ganze Folgen dem Werk von Lovecraft gewidmet. Auch große Influencer wie Cold Mirror beziehen sich regelmäßig auf Lovecraft oder parodieren seine Werke ganz direkt. Seine heute wohl bekanntesten Werke sind Der Ruf des Cthulhu, wo es um die großen Alten geht, gottgleiche Wesen, welche irgendwo in den Tiefen des Universums schlummern und eines Tages erwachen werden, um die Welten in Finsternis zu werfen. Und zum anderen ist es das Necronomicon, eine Geschichte über ein Buch von Abdul al-Hazred, welches in Verbindung mit schwarzer Magie und Nekromantie steht. Wichtig zu erwähnen ist dabei, dass die beiden Geschichten von Cthulhu und den Necronomicon auch in einem Zusammenhang hängen. Wenn ihr euch mehr mit Lovecraft beschäftigen wollt, so findet ihr auf YouTube zahlreiche Hörspiele zu seinen Geschichten. Mögen Lovecrafts Werke uns auch noch in Zukunft eine Menge geniale Filme und Spiele bringen. Aber denkt dran, verfallt nicht seinem Wahnsinn, denn das Übernatürliche können wir nicht verstehen. Das war's von mir und wir sehen uns auf der Endcard. Hey Leute, willkommen auf der Endcard. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir mit einem Abo und einem Like und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn das nächste Video kommt, falls es nächste Woche kommt. Wir sehen uns, wenn das nächste Video kommt. Haut raus, Leute, und Happy Halloween!